Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist mit Beauty, das heißt, wir haben heute Bergfest. Mitten in der Woche, es sind nur noch 2 Tage bis bis endlich wieder Wochenende ist. Und was ist dieses Wochenende? Karneval. Aber eigentlich hätte ich heute ein Karnevals Make-up sein müssen, aber ich muss arbeiten und dann muss ich mich wieder umschminken und das wird mir dann halt so stressig und deswegen gibt es heute, was ich neu für mich entdeckt habe, und zwar ein Katzenschminken. Und zwar, die meisten machen das immer mit High-End-Produkten, aber ich wollte euch auch mal zeigen, dass es auch mit Drogerieprodukten funktioniert. Und zwar benutzen wir dann dafür einmal die gehypte und beste Palette für mich, die ich auch wirklich sehr gerne benutze. Die All About Nude Palette von Essence mit diesen tollen Farben. Diese tolle Farben, damit schminken wir oder kreieren wir ein schönes Cut Keys. Natürlich brauchen wir noch ein bisschen mehr dafür. Ein paar Pinsel. Ich habe jetzt nicht so die größte Auswahl an Pinseln, aber das funktioniert auch damit. Also das heißt, ihr braucht wirklich nicht viel, weil ich weiß, dass halt, wenn jüngere Zuschauer oder auch in meinem Alter Zuschauer zu gucken, dass nicht jeder viel Geld hat, um sich diese Sachen zu kaufen. Und deswegen, also sag mal, High-End-Produkte sind halt wirklich teuer. Und deswegen möchte ich euch halt auch zeigen, dass es auch mit günstigeren Produkten geht. Also diese Sachen kann man sich wirklich leisten. Also die gehen nicht so ins Geld wie andere Produkte. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Das Intro war natürlich jetzt etwas lang, aber ich musste das auch mal loswerden, weil es ist halt so. In der heutigen Zeit hat nicht jeder viel Geld. Und deswegen bleiben wir auf. Bleibt dran. Im Anschluss kommt mein Tutorial. Als erstes fangen wir an mit Color kaschieren. Und zwar werde ich erstmal meine dunklen Augenränder und Gesichter an den Lid abdecken, damit man halt die dunklen Ränder und halt die Adern nicht mehr so sieht. Dafür benutze ich einmal den Essence Concealer Pinsel. Gehe ich da einmal kurz rein. Und das Ganze sette ich einmal mit einem Make-up-Powder. Das ist von Rive de la Luz. Wenn ihr möchtet, kann ich euch gerne nochmal auf die Preise mit reinschauen. Wie gesagt, ich mache gerade Kies mit Produkten und deswegen ist dann auch was von Rive de la Luz von Rossmann dabei. Ich finde die Marke eigentlich gar nicht schlecht. Ich nehme einmal den Blenderpinsel, auch von Essence. Gehe einmal mit. Gehe ich einmal über das komplette Lid bis kurz untere Wimpern. Werde ich mein bewegliches Lid einmal schon mal mit Concealer bedecken. So ganz leicht, damit ich weiß, wo ich mit meinem Cut Keys hergehen kann. Da benutze ich auch einmal noch von meinem Concealer-Pinsel. Ein bisschen rein. Und das kommt dann jetzt aufs bewegliche Lid. Nicht einmal die Camouflage Cream Concealer von Essence. Die ist wirklich gut. Kann man nichts anderes sagen. Und jetzt geht's weiter. Ich nehme diese super gehypte All About Nude Palette von Essence auf. Und einmal benutze ich den Rex-Pinsel hier oben, um mein
Concealer an, um ein bisschen zu setzen. Wie gesagt, da kommt nachher noch so ein bisschen was drauf. Aber das ist jetzt nur schon mal, damit ich weiß, wie, wo ich hergehen kann. So. Das werde ich machen. Und dann gehe ich jetzt einmal erstmal als allererstes in die hellste Farbe von dem Brautkleid, also die hier. Und damit male ich schon mal mein bewegliches Glied. Nehme ich den gleichen Pinsel und gehe einmal in diese etwas dunkleres Braun. Und dann werde ich meine Lidfalte schon mal ein bisschen hervorheben. Also ein Cupcake ist halt, wie gesagt, es soll das Auge noch mehr öffnen und noch mehr hervorstechen lassen. Und ich finde das echt schön, das habe ich für mich jetzt entdeckt. Und dann tut sich das einfach nur hier in die Lidfalte. Also ich tupfe, ich tue es noch nicht verblenden. Erstmal eintupfen und dann nachher zum Schluss verblenden. So. Dann einmal wieder mit dem Blenderpinsel von Essence. Einmal ein bisschen verblenden muss man, damit der Übergang zu den Farben halt nicht so extrem stark ist. In die dunkle Farbe, also in die noch dunklere, und damit werde ich dann das Highlight über das Halbdunkelbeleuchtete über die wie soll ich das denn jetzt sagen? Mein Gott, mit dem Redekunst. Äußere Lidrand, so war das. Dann geht ganz lang. Das kann auch ruhig ein bisschen mehr sein. Blenden wir gleich. Ich kann auch ruhig ein bisschen bis zu dieser. Also ich ziehe das immer so weit, dass ich diese Falte auch erreicht habe, wo der Wimpernkranz aufhört. Das sieht nämlich ganz schlecht aus. Das mache ich auch schon mit den Farben. Das Einzige, was ich noch mache, ist mit der braunen Farbe, mit der dunkelsten, gehe ich nochmal unter meinem Wimpernkranz her. Ich finde das nämlich sehr schön, wenn die Farbe sich auch nochmal widerspiegelt. Und jetzt kommt der schwierigste Teil, und zwar. Ich nehme dazu auch nochmal den Concealer-Pinsel. Jetzt werde ich mein Augenlid wieder hervorstechen. Und zwar mit dem Concealer-Pinsel. Und dann gehe ich nochmal in den hellsten Ton. Und damit werde ich dann jetzt mein Augenlid. Ich streiche das nicht rein, ich tupfe das rein. Auch nicht bis ganz zum Schluss ein, sondern bis hier. Also wie gesagt, man muss nicht unbedingt die ganze High-End-Produkte dafür haben. Man kann auch das
rausnehmen aus meinem Brot. Das haben wir dann schon mal. Wenn man das setten möchte, kann man das entweder, geht man dann nochmal in den Hälfte, also ich sette das nochmal, damit das halt über den ganzen Tag halt hält. Kann man entweder diese hellste Farbe von der Olleborn Milchpalette nehmen oder aber auch, ihr könnt auch euren hier Olleborn Matt Fixing Folder nehmen. Ich werde das jetzt mit dem Fixing Folder machen. Geht nochmal mit dem Blender Pinsel rein und natürlich das Robertus. Und nicht streichen, sondern wieder drauf tupfen, sonst habt ihr euer ganzes Klappkissen halt verloren. So. Damit meine Augen noch ein bisschen betont werden, nehme ich keinen schwarzen Lidschatten, weil ich möchte wirklich, dass mein Auge von diesem Klappkissen halt lebt. Und zwar nehme ich dann einmal diesen, ich habe einen weißen Kajalstift, auch von Essence. Wie gesagt, heute nicht gut. Schöne Drogerie-Produkte, yeah! Und das gebe ich einmal über meine Wimpernkraft in meine... Jetzt noch mit meinem Dünnpinsel. Weil das ist schon wieder in... Ich hatte das eben nur leicht gemacht, in die nochmal ins dunkelste Farbe von meiner Lidschattenpalette gehen. Und werde das nochmal unter meinem Wimpernkranz geben. Also ich nehme keine falschen Wimpern, weil ich ganz genau weiß, dass ich den Kleber nicht vertragen werde, weil ich ganz empfindliche Haut habe, was sowas angeht. Deswegen werde ich meine Wimpern nur tuschen. Und zwar mit der Essence Lash Princess Mascara, diese pinke. Die neue würde ich auch gerne mal probieren. Das ist diese so eine lila, ne? Die werde ich mir auf jeden Fall als nächstes kaufen. Ich habe da ein gutes Gefühl. Nur ich habe das Problem, dass ich damit auf jeden Fall nicht meine unteren Wimpern duschen kann. Deswegen nehme ich dann gleich alle anderen. So, ich brauche auch keine Wimpernzange, weil ich die einfach nicht mag. Ich habe Angst, dass ich mir die Wimpern rausziehe und das finde ich nicht. Ich bin echt ein tollpatschiger Mensch, was es so angeht. Ich bin sehr tollpatschig. Ich kann 10 Meter von einem Gegenstand entfernt sein und es gibt trotzdem um. Also. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber sehr tollpatschig. Manchmal bin ich froh, wenn ich mich überhaupt schminken kann, weil es könnte auch mal passieren, dass man sich mit einem Kajal oder mit der Wimperntusche ins Auge piekst. Also so ein Typ bin ich, ich könnte mir ein Auge auch rauspieksen. Achso ja, und dann verwende ich auch nochmal eine Wimperntusche auch von Essence, die ist schon ziemlich alt, aber die hat so ein schönes, da ist noch ein bisschen was drin, die hat so ein schönes, dünnes Bürstchen. Und damit werde ich mir jetzt den unteren Wimpernkranz tuschen. Unteren Wimpern. Das Cupcakes ist fertig geschminkt. Yeah! Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr habt das bemerkt. Ich habe einen neuen Hintergrund. Und zwar habe ich mein Hobbyzimmer halt umdekoriert oder vielmehr umgestellt, damit es halt video-like ist. Weil meine bisherige Hintergründe waren halt auf Deutsch gesagt nicht so prickelnd. Sah halt wirklich nicht professionell aus. Es sieht jetzt
Das Licht ist noch nicht professionell, aber das kommt auch demnächst noch. Ich habe eben halt noch keine Softboxen, die muss ich mir halt erstmal bestellen. Und da dieses Zimmer halt nicht allzu groß ist, muss ich halt gucken, dass die halt auch hier in dieses Zimmer passen. Also bin ich noch auf der Suche nach passenden. So, und das war halt mein Video für heute. Eigentlich sollte an dieser Stelle ein anderes sein. Und zwar ist es gerade mitten im Video angekommen, was mich sehr gefreut hat. Also dann machen wir das nächste Woche. Und zwar haltet euch gespannt, was hier drin ist. Das habe ich extra für dieses Video bestellt, was ich dann jetzt nächste Woche drehen möchte. Also wenn ihr wissen wollt, was hier drin ist, schaltet dann wieder ein, wenn es heißt Danisane noch Beauty. Ich würde sagen, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche und würde sagen, bis Samstag, wenn es heißt wieder Some Happy. Bis bald!